Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute nicht aus meinem Garten, sondern aus der Stadt Essen. Ich bin hier heute auf der IPM, die Internationale Pflanzenmesse. Das ist die Weltleitmesse des Gartenbaus. Über 1330 Aussteller aus 46 Nationen sind hier vertreten, um ihre Neuheiten und allgemein ihre Produkte vorzustellen. Und das ist wirklich eine riesengroße Messe. Ganz Essen, weiß nicht, ob man das im Hintergrund sieht, ist ein Riesenverkehrschaos und ich freue mich echt hier zu sein und man sieht schon an meinem Atem, es ist echt kalt. Also lass uns mal reingehen, ich zeige euch heute mal, was es auf dieser Messe so zu sehen gibt. Denn das ist eine Fachmesse, hier kommen nur Fachbesucher hin. Als Normalperson in Anführungsstrichen kommt man hier nicht rein. Vielleicht ist das Video deshalb ja umso interessanter für euch. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, wir stehen hier vorm Eingang West. Hier ist nochmal ein kleines Banner aufgebaut. IPM Essen 2023, die Weltleitmesse des Gartenbaus. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und jetzt lasst uns mal reingehen. Also sowas brauche ich auch für meine Jungpflanzenanzucht. So, mittlerweile habe ich meine erste Runde mal gedreht und man sieht das hier im Hintergrund schon, wie das ungefähr aussieht. Allerdings ist das von der Kulisse sehr laut und deswegen kann ich vor den meisten Ständen gar nicht reden, aber ich denke, es ist auch mal sehr interessant, das so zu sehen und nicht nur meine Stimme dazu zu hören. Deswegen lasse ich euch in diesem Video auch öfter mal einfach ja, kurz den Einblick, ohne dass ich da so viel zu kommentiere. Also, schauen wir mal rum, was es hier so gibt. Floragard ist da, Kiepenkerl, ganz viele Leute, die ihr kennt, Falter Naturdünger, dann Schacht, der Pflanzenarzt ist auch da. Wir werden mal gucken, was wir heute alles sehen. So, ich bin gerade bei meinem Kumpel René Vardas, kennt ihr sicherlich auch, bekannt als Pflanzenarzt, hat schon einige Bücher draußen. Das habe ich gerade geschenkt bekommen, werde ich auf jeden Fall mal drin lesen. So, und jetzt geht's weiter. Wir schauen mal, was es hier sonst noch gibt. Hier werden neue Töpfe ausgestellt. Hier in Halle 5 geht's dann direkt weiter. Ich habe noch keine Gartenblogger getroffen. So, Dennis zurück zum Garten kommt gleich noch vorbei. Die Melli von Instagram ist auch da. Aber ich habe noch keinen gesehen. Ist auch alles Kacke hier. Hier gibt es Kack-Erdbeerpflanzen. Und hier gibt es Kakteen. Gehen wir mal weiter. Ein Leuchten in meinen Augen. Ich habe Floragard gefunden. Hier sind einige Typen aufgebaut. Die Erde habe ich ja jetzt für die Hochbeete. Wahnsinn, wie viele spezielle Erden das gibt. Aber auch allgemein ein Riesenstand hier bei Floragard. Und was gibt's hier? Ein Felix. Nein, aber Hummeln. Oder Bienen? Ja. Hummeln. Interessant. Allgemein kann man auf jeden Fall festhalten, die IPM ist heute, wir sind hier am Mittwoch da, deutlich stärker besucht, habe ich gehört, als am Dienstag gestern. Da war wohl noch nicht so viel los. Ja, und jetzt laufen wir auch schon auf Kiepenkerl, Vollmarie, Sperli und so weiter zu, also die Saatgutregion. Und da zeige ich euch natürlich auch ein paar Aufnahmen. Ja, und hier, da werden die Neuheiten von Sperli präsentiert. Hier auch der Mini-Mais. Das sind diese Einlegemaiskolben, die der Ralf, glaube ich, auch mal angebaut hat. Und die ganzen schönen neuen Tüten. So, und diese Blumen, die gibt es auch bei Samos Knieke. Was sagst du zu der Auswahl? Einmalig. Ich finde die pinken am besten. Die passen zu meinem Armband. Lieber nicht. Ach. Perfekt. Also das ist ja erst nicht so mein Gebiet. Das Ganze ist jetzt hier auch nicht wirklich nach Hobbygärtner und Blumen und sowas sortiert.
sondern alles so ein bisschen durcheinander. Deswegen ist mal was dabei, was einem gefällt, mal was einem nicht gefällt. Ja, hier so ein kompletter Blumenstand. Das ist eher was für die Mädels. Ja, und hier gibt es mehrere Anzuchtplatten. Ich habe ja, ich glaube, nur die 77er, die 54er und die 24er. Aber wenn man hier mal ans Regal schaut, es gibt wirklich echt viele. Wahnsinn. Und hier vorne, da ist Cuxin. Da schauen wir natürlich auch mal hin. Da habe ich nämlich meinen Rasendünger her. Und da bin ich auch mal gespannt, die Leute ein wenig kennenzulernen hinter dem Unternehmen. Das ist auf jeden Fall mal ganz spannend. Draußen ist es 0 Grad, deswegen habe ich meine dicke Jacke mitgenommen. Und jetzt habe ich hier auch meine Werbegeschenke und alles auf dem Arm. Ich hätte mir eine Schubkarre mitnehmen sollen. So, jetzt stehe ich hier bei Cuxin. Und jetzt kann man sich hier den Dünger dadurch angucken. Man sieht es leider nicht so gut. Schade, es klappt leider nicht. Ich blende euch mal ein Foto ein, mit Handy klappt das nämlich. Was es hier alle gibt: Wasserpfeffer, Zitronenblatt, Salzkraut, Soja. Essbare Blüten. Sieht ein bisschen aus wie heißen die kleinen Hornfeilchen. Pfeffersalbei. Käsekraut haben wir gerade probiert. Schmeckt wie Käse. Und es gibt natürlich auch ein paar Exoten mit Papaya, aber auch Mangold. Hier gibt es noch mehr Highlights. Zwergbrombeeren, Cranberry, es gibt sogar Feige, Himbeere, Blaubeere, Andenbeere, also Physalis. Auch was in unsere Gemüserichtung. Allerdings bezweifle ich, dass man Feldsalat vorgezogen kaufen muss. Oder würdet ihr Feldsalat vorgezogen kaufen? Mentholstrauch, wahrscheinlich auch sehr interessant. Und Salbei natürlich immer was für einen Tee. Ja, und jetzt gerade bin ich live mit dem René Vardas, dem Pflanzenarzt. Davon seht ihr hier wenig, aber den Livestream gibt es bei Ihnen auf Instagram. Mehr und mal weniger erfolgreich. Okay, und in welcher Stadt wohnst du? In Frankfurt. Ach, Frankfurt. Na meine Güte, ey, das ist ja weit. Ja, und mittlerweile ist schon so einiges passiert. Ich war mit dem Pflanzenarzt zweimal live auf Instagram, Facebook und Co. Dann habe ich einige Firmen hier heute besucht. Unter anderem natürlich Flora Garn, Sperli, Kiemkerl, Sam Meyer. Die haben auch ein ganz spannendes Projekt. Da kann man individualisierte Saatguttypen machen. Also vielleicht gibt es bald mal wieder eine Felix Hobbygarten Saatguttüte. Das wäre auf jeden Fall was. Die haben nämlich ganz gute Konditionen und kleine Menge, die man drucken kann. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Schachtstand beim Pflanzenarzt. Da stehen nämlich noch meine Sachen. Ja, und dann wollte ich nochmal Klepura und Falter Naturdünger, also Düngefirmen, besuchen und mich da mal informieren. Jetzt bin ich hier bei Klepura, der Biodünger aus Klee für Gemüse. Hatte ich tatsächlich ja selber schon mal im Garten, habe ich bei den Kartoffeln damals bei der Aussaat direkt mit in die Dämme getan und das hat ganz gut geklappt. Dieses Jahr habe ich auf jeden Fall Lust, das Ganze nochmal auszuprobieren. Ich weiß nicht, was macht ihr denn mit der Düngung? Womit düngt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde dieses Jahr mal wieder Klee ausprobieren. Habe mich hier gerade nochmal beraten lassen und bin echt überzeugt davon, weil es einfach, ja, richtig toll ist, aus gemähtem Klee einfach Dünger zu machen. Und hier hat man eben nochmal speziell diese Langsticks, die man in die Aussaattöpfe mit reinmachen kann. Zum Beispiel bei Chilis, die eine lange Voranzucht haben von Januar bis Mai. Das habe ich damals auch gemacht. Diese langen Sticks in die 9er-Töpfe mit reingesteckt. Einen pro Chili-Pflanzen oder dann auch natürlich den klassischen kleinen Sticks, die kleinen Pellets, die man dann ins Gemüsebeet mit einarbeiten kann. Ja, schauen wir uns den Stand mal noch von vorne an. So, und hier sehen wir jetzt nochmal die kleine Größe. So sehen die einfachen aus fürs Gemüsebeet. Und das sind nochmal die Düngestäbchen. Die kann man hier mit diesem mitgelieferten, sieht aus wie so ein kleiner Bleistift, einfach quasi versenken. Klappt super.
hier nochmal ein paar Flyer. Wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt, ich verlinke euch gerne mal in der Videobeschreibung Klepura die Seite. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen durchstöbern. Das ist kein Affiliate-Link, könnt ihr einfach mal zum Stöbern reinschauen. Und da mal gucken, ob das vielleicht auch was für euch ist. Ja, und jetzt bin ich wieder in gewohnter Umgebung hier in meinem Anzuchtkeller. Die IPM ist für mich zu Ende, die geht die nächsten Tage noch weiter. Aber ja, für mich war es das für heute. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Ausbeute, was ich alles mitgenommen habe. Neben natürlich vielen Gesprächen und tollen Menschen, die da waren, auch noch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen für zu Hause. Die zeige ich euch jetzt noch eben. Also, ich habe einmal so einen schönen Beutel von Schacht. Da kommen auch gleich die zwei Produkte her, die ich hier habe. Das sind so Proben, einmal vom Pflanzenarzt Bodenfit und einmal ein Bio-Pflanzenspray für Rosen. Dann habe ich die zwei Pflanzenarzt-Bücher, einmal gesundes Gemüse anbauen und mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr. Auch ein tolles Buch, das werde ich bald verlosen. Ja, dann hier von Sperli und Kiepenkerl zu den neuen Tüten nochmal eine Infotüte. Was ist genau Powersaat und Futter, Vögel, Artenvielfalt, Paradies, natürliche Nahrung. Also, ja. So viel dazu. Dann hier von Sam Meyer habe ich die Wildtomate Rote Ribisel mitgenommen. Ist eine Wildtomate. Bin ich gespannt drauf. Und man kann personalisierte Saatguttüten machen. Also sowas, wie ich schon mal mit der Paprika Kira gemacht habe. Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe auch eine Visitenkarte bekommen. Da werde ich mich auf jeden Fall mal melden. Und dann noch von Klepura habe ich einige Düngerpads zum Testen mitgenommen, Infomaterial. Und von Blue, die die schönen Pflanzen hatten, nochmal das Blue-Universum, also ein Katalog, wo alle Pflanzen drinstehen und auch einen schönen Beutel, wo ich dann meine ganzen Sachen hier auch immer mit in den Garten nehmen kann. Ja, und das war's. Interessieren euch solche Gartenreisen auch? Dann schreibt's gerne mal in die Kommentare. Welche Gartenmesse könnt ihr denn noch empfehlen? Bald ist ja auch schon wieder die Botanica. Bald, ja, im April, 29. April, glaube ich. Ziemlich, um genau zu sein. Und ansonsten gibt's noch viele Gartenmessen. Vielleicht habt ihr noch mal einen Tipp, wo ich mich noch mal blicken lassen kann, um einiges für den Garten rauszufinden. Das war's vom Video. Gerne einen Daumen nach oben geben, lasst einen Kommentar, abonniert Felix Hobbygarten gerne für mehr solcher Videos. Hier könnt ihr jetzt schon zu einem der nächsten klicken. Bis demnächst und ciao.